willkommen, meine lieben Kinderchen, da draußen. Ärgers 2 ist draußen, beziehungsweise Episode 2 ist draußen. Ging ziemlich schnell irgendwie gefühlt, aber ich habe auch so viel zu tun, dass ich überhaupt gar nicht die Zeit irgendwie jetzt im Auge habe. Aber irgendwie fand ich das gerade voll schnell. Offens wollte ich eigentlich auch noch weitermachen, habe ich in der Zeit einfach nicht geschafft. Ne? So, Ärgers Episode 2. Herzlich willkommen zu Episode 2 von Ärgers Urban Legend. Louis wird tot aufgefunden, der Kontakt zu Caro und Ben bricht ab und Danu versucht Argus heraufzubeschwören. Alles geht Schlag auf Schlag. Wer spielt ein falsches Spiel? Steckt ein Serienkiller hinter den Morden oder ist die Legende um Argus ein blutrünstiges und augenverschlingendes Wesen wahr? Wir wünschen dir spannende Unterhaltung mit Episode 2. So, blinzen die Augen hinten im Hintergrund? Kam mir irgendwie gerade so vor, aber man bildet sich auch sehr viel ein immer, ne? Ich muss ein Update machen. Ja. Und fertig. So. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Hinter den Legenden. Dies ist eine Dokumentation der Dinge, die mir widerfahren sind. Aber dies ist nicht nur meine Geschichte, sondern auch deine. Ja, du bist gemeint. Oh mein Gott! Vor 3 Jahren wurden mehrere junge Frauen auf brutalste Weise umgebracht. Diese Morde brachten alles ins Rollen, denn sie hatten eines gemeinsam. Ihnen wurde ein Auge entfernt und ein X in die leere Höhle gebrannt. Das letzte Opfer war die Studentin Sarah Spurg. Während die Polizei nach einem Serienmörder suchte, entwickelte sich in der Internetgemeinde eine urbane Legende. Argus, ein augenverschlingendes Monster. Egal ob Mörder oder Wesen, wieso hörte das Morden nach Sarah auf? In die Gemeinde kehrte Ruhe ein. Bis du plötzlich 3 Jahre später in der Dating-App Love Radar einen Hilfeschrei von Sarahs Profil erhalten hast. Das war der Moment, in dem du ein Teil der Cinemombies wurdest. Kurz darauf fand man die Leiche einer weiteren jungen Frau, Mary Kempf. Und von da an ging alles Schlag auf Schlag. Die Cinemombies ermittelten in verschiedene Richtungen. Lilly und Alicia befragten Marys Schwester, Juna. Danu verkleidete sich als Kommissar und erhielt somit wichtige Infos von der Pathologin Dr. Bennett. Und so kreuzten sich auch unsere Wege. Die Gruppe stieß auf Louis, einen zwielichtigen Typen, den Sarah vor ihrem Tod datete. Der neue Hauptverdächtige. Also fuhren Caro und Ben zu ihm nach Hause. Dort fanden sie Louis, aber nicht, wie sie es sich erhofft hatten. Er wurde ermordet. Doch es blieb keine Zeit, um euch auf den nächsten Schritt zu einigen, denn der Kontakt zu Caro und Ben brach ab. Und dann nahm Danu die Zügel des Schicksals in die Hand. Er wollte euch beweisen, dass Argus nicht existiert. War dies eine weise Entscheidung? Er ist clever. Hoffentlich ist er es noch und nicht tot. Okay, da sind wir wieder. Ein Glück. So. Verdammt, Danu, tu das nicht. Fuck, habt ihr es gesehen? Stimmt, alles nur ein Spaß vom kleinen Danu. Was zur Hölle? Also ich wollte mir noch Franzbrötchen kaufen. Achso, ich bin übrigens wieder auf Arbeit und habe Pause. Danu, was ist passiert? Alles okay? Und jetzt schreibt er, das wäre der totale Hammer. Der hat uns nur verarscht bestimmt. Bitte sag doch was. Er ist offline. Oh Gott, das war Argus. Was soll das bedeuten? Was sollen wir jetzt bloß tun? Das ist die richtige Frage. Irgendjemand muss dahin fahren, damit wir den Kontakt mit denjenigen auch noch verlieren. Ich weiß nicht, Darling, was wir in den Anruf gesehen haben. Aber Danu ist definitiv in Gefahr. Und Caro und Ben sind auch immer noch offline. Ben darf nichts passieren, Alter. Der ist irgendwie mein Homie, den mag ich total gerne. Wir können den Dreiern... Den Dreier, Alter? Oh nein, hi. Wir können den Dreien nur helfen, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren. Hat noch jemand versucht, sie zu erreichen? Oh Gott.
Nein, noch nicht. Ich rufe an. Ich rufe Ben an. Ich rufe Danu an. Darling, danke. Ich probiere es bei Caro und Ben. Hier, Danus Nummer. Wir haben es schon mit Danu geschrieben, wir können ihn doch anrufen. 220592. Okay. Hä, wie ging das nochmal? Achso. So. Da, da, da. Haben wir noch. Was war das? 22? Ich hab die Nummer vergessen. Ich hab ernsthaft die Nummer vergessen. Scheißdreck, ey. Oh. 220592. Das kann ich mir nicht merken. 220592. Scheiße, ich habe mich vertippt. 92. So? Danu. Das wäre sonst nie was geworden. Ja, Danu hier. Du bist fast drauf reingefallen. Ich bin gerade nicht da. Hinterlass eine Nachricht. Bis dann. Danu, melde dich bitte. Du hast gruselige Dinge gemacht. Komm bitte zu mir zurück, mein Junge. Ich vermisse dich total. Und die anderen vermissen dich auch, aber nicht so doll wie ich. Und das war schon wieder aufgelegt, schade. Ja. Verdammt, ich erreiche ihn nicht. Und es war ein Knurren zu hören. So ein Mist. Bei den anderen beiden das Gleiche. Wir können hier nicht abwarten. Alicia und ich fahren jetzt zu Danu. Dann fahre ich jetzt zu Luis nach Hause. Caro und Ben sind sicherlich dort. Hoffentlich kommen wir nicht so spät. Bulump. Bulump. Oh, Ben, yo. Leute, uns geht's gut. Keine Ahnung, was in Luis' Wohnung auf uns gelauert hat. Aber plötzlich war es weg. Mann, ich hatte richtig Panik. Irgendwas war da. Gott, wenn dieses Ding jetzt bei Danu ist, dann... Die Polizei fährt vor. Wir verschwinden von hier. Wir melden uns später. Ja, also den beiden geht's ja schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr großes Kino. Ja. Gott sei Dank, es geht euch gut. Hoffentlich finden die Polizei heraus, was Luis zugestoßen ist. Dann müssen wir jetzt auf Danu konzentrieren. Dann können wir erstmal durchatmen. Um Gottes Willen, nein. Oh Mann, wir müssen Danu retten. Ja, aber Caro und Ben, passt bitte weiterhin auf euch auf. Machen wir, yo. Danke. Und was jetzt? Lilly, Alicia, wie lange braucht ihr zu Danu? Hier sind noch Spacken am Zock bei uns. Bestimmt nicht so schlimm wie bei Frankfurt oder sowas in der Richtung. Aber hier ist das auch schon ziemlich heftig, Alter. So wie Lilly aufs Gas drückt, nur wenige Minuten. Danu ist nun online. Danu, endlich! Geht's dir gut? Scheiße. Oh. Lauf! Schlampe, lauf! Oh, 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 Scheiße! Danu, halte durch, wir sind gleich wenigen Minuten bei dir. Lauf, Danu, lauf! Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was geht hier nur vor sich? Wie sollen wir all das noch logisch erklären? Ich weiß nicht, Baby. Okay. Ja. Ich weiß, hier gehen unerklärliche Dinge vor sich. Aber es muss doch eine logische Erklärung geben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Wir versuchen immer eine rationale Lösung zu finden.
Welche soll das sein? Du hast doch selbst miterlebt. Die Gestalt auf deinem Nuss-PC. Dieses gruselige Flüstern. Und all die Dinge, die uns widerfahren sind. Ich habe wirklich Angst, Tom G. Verdammt, wenn da nur etwas zustößt. Ihm wird nichts passieren, Jenny. Lass uns den Teufel nicht an die Wand malen. Ich mache mir auch große Sorgen um ihn. Ach, ein Abenddünner. Stößt mir gerade zu. Ja, du hast recht. Dann nur ist nur online, na, siehst du, das ist doch was Schönes. Aber nur so als privat, ne? Ade. Und was ist denn jetzt? Achso. Ach, das war ja privat geschrieben. Alles klar, okay. Mhm. Lilly Alicia, kommt nicht zu meiner Wohnung. Was ist da los? Wir wären in 3 Minuten da. Danu, wo bist du, Darling? Was war das vorhin? Es ist viel zu gefährlich. Irgendwas war da in meiner Wohnung. Es war so gewaltig, so schnell. Normalerweise mag ich das ja, aber nicht so. Konntest du ihn erkennen? Wer oder was dir gefolgt ist? Danu, ganz langsam. Was genau ist da passiert? Wir versuchen immer eine rationale Lösung zu finden. Immer rational. Also, konntest du erkennen, was da los war? Wer oder was? Nicht genau, aber es war so riesig. Verdammt. Es ist mir durch ein Treppenhaus gefolgt. Ich muss weg. Ich konnte den Atem direkt hinter mir spüren. Ich dachte schon, das war's mit mir. Doch dann konnte ich gerade noch so durch eine kleine Seitentür entkommen. Das klingt ja grauenvoll. Wir sind rechts rangefahren. Wo ist das Ding jetzt, Danu? Naja, in meiner Hosentasche habe ich es nicht. Keine Ahnung. Ich bin so schnell gelaufen, wie ich nur konnte. Das kann nicht schnell. Okay. Ja. Sitze jetzt in einer Bar. Wollte gerade dringend unter Leute um mich herum haben. Gucke mal. Wow, voll, das sieht total rustikal schön aus irgendwie, ne? Darf ich mich auch wohl fühlen. Sehr gut. In einer Gruppe bist du wahrscheinlich in Sicherheit. Hoffentlich taucht es dort nicht auf und sitzt in der Falle. Nein, in der Gruppe bist du immer in Sicherheit. Ich glaube jetzt nicht, dass ein riesiges, großes Monster reinkommt und... Naja, und so weiter und so fort. Genau, das war auch mein Gedanke. Ach, wir ticken total gut zusammen. Tom, ich hab Crush auf dich. In welcher Bar bist du denn? Dann kommen wir zu dir. Tut mir leid, ich bin noch total durch den Wind. Ich möchte jetzt mit niemandem sprechen, okay? Außerdem lauert das Ding vielleicht noch irgendwo da draußen. Wir können dich doch nicht alleine lassen, bitte. Ich bin nicht alleine, hier sind so viele Gäste. Und ich würde mir nie verzeihen, wenn euch auf den Weg zu mir etwas zustößt. Auch wenn mir nicht wohl dabei ist, dann drehen wir jetzt um. Tschüss, ne? Voll eingeschnappt und offline. Alle beide. Hui, eine Spinne. Hat's gemacht. Okay. Gut, Kinderchen. Ich glaube, das war's erstmal für heute. Wir sind hier noch in der Pause. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Das wird richtig cool, glaube ich. Hoffentlich bricht das Spiel nicht so ein wie Orphans. Das fand ich nachher nicht so geil. Deswegen hatte ich auch keinen Antrieb gehabt, irgendwie Orphans weiterzumachen. Machen wir aber auch nochmal weiter.
aber wie gesagt, es ist für mich total eingebrochen. Erste Episode war richtig gut, zweite Episode ging auch noch, aber ab der dritten war dann bei mir alles Schluss. Und ich hoffe, dass bei dem Elgespiel hier, dass das alles ein bisschen anders wird, dass diese geile Spannung aufrechterhalten kann. Gut, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und Tschüssli Müsli.